Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute wieder ein richtig cooles Gadget für euch und zwar eine USB-Plasma-Lampe. Kennt ihr vielleicht, so sieht das Ganze aus, es ist so eine Kugel und da sieht es so aus, als wenn in der Kugel ein Gewitter wäre. Da sind so Blitze, die rausschießen quasi und so ja, Strömungen fast schon in verschiedenen Farben, auf dem Bild hier lila und pink. Das Ganze funktioniert USB-betrieben, das heißt da ist ein Kabel, das kann man dann zum Beispiel im Auto anschließen oder auch an seinen Laptop, was auch immer. Hergestellt von Soulmore. Ich würde sagen, wir packen das Ganze mal aus und schauen uns mal diese Plasmalampe an. Die soll echt ein cooles Licht machen. Und ich finde, sowas hat immer was Magisches. Die ist auch schön klein und handlich. Wir hatten euch schon mal eine vorgestellt, die war ziemlich groß. Aber das ist auch schon eine ganze Zeit wieder her. Und heute kommt die USB-Plasmalampe. Die ist auch schön leicht. Die Lampe steht auf so einem schwarzen Sockel. Außen herum ist eine Kunststoffkugel und in der Mitte sieht man so eine Art Spirale. Das ist so in sich gedreht. Wir haben einen Stecker, den können wir hier einfach einstecken. Und dann natürlich auf der anderen Seite USB. Das werde ich jetzt einfach in den Laptop reinstecken. Den habe ich hier quasi außerhalb des Sichtfelds. So. Und jetzt schalten wir die Lampe mal ein. Hier an der Seite. Das sieht schon super cool aus. Man kann es leider aufgrund des ganzen Lichts ein bisschen schlecht erkennen. Ich werde es mal dunkler machen ringsherum. Jetzt habe ich es ringsherum etwas abgedunkelt und man kann die Plasmalampe jetzt richtig cool betrachten. Sieht wirklich aus, als wenn da so Blitze rausschießen. Und wenn man mit dem Finger da so ganz nah rangeht, dann bündeln sich diese Lichtstrahlen. Das kann man von der Seite auch noch mal ganz gut sehen. Und sobald man den Finger wegnimmt, sind die Strahlen wieder komplett anders angeordnet. Ich finde es wahnsinnig faszinierend. Also sobald man dieser Plasmakugel ein bisschen näher kommt, sieht das fast so aus wie so ein magnetisches Feld. Fühlt sich ein bisschen warm an. Man kriegt aber keinen Stromschlag oder so. So ist es auf gar keinen Fall. Aber es ist super faszinierend. Also ich könnte da wirklich stundenlang drauf gucken. Es wird auch echt nicht so schnell langweilig. Und ich finde, das hat so was ganz Entspannendes, Magisches. Ein bisschen wie so eine Zauberkugel oder Kristallkugel von einer Hexe oder so. Wirklich super cool. Also ich bin ein Fan von dieser Plasmakugel. Man kann, wie gesagt, das Ganze über USB laufen lassen oder eigentlich ausschließlich. Das ist nämlich eine, die funktioniert nur über USB. Entweder am Laptop zum Beispiel oder halt auch im Auto. Da gibt es ja auch manchmal USB-Anschlüsse und dann kann man so eine coole Lampe haben. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich den Kanal. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!